So, willkommen zurück bei Space Engineers im Survival-Modus. Und dabei ist heute der Pascal. Hallo. Der winkt gerade mit dem Bohrer. Der winkt mal freundlich zurück. Gut, wer ist denn jetzt im Kanal gelandet? Ach, der Uwe gesellt sich auch noch dazu, aber du hast leider kein Space Engineers, ne? Was ist doch schon wieder? Spiel. Aber, also ich fliege als erstes mal hier diesen Mining Carriage hier wieder weg. Das ist nämlich schon der zweite Versuch, das hier aufzunehmen. Der erste Versuch ist mir leider Space Engineers abgestürzt. Schade drum. Was ist das für ein Spiel? Kennst du Minecraft? Da wird es schwierig, das zu erklären. Sonst kann man einfach sagen Minecraft im Weltraum. Ach, sowas ist das auch so, ne? So, wie fliege ich den jetzt weg? Einmal ins Menü gucken. Warte, guck mal eben. Ich muss den irgendwo erstmal abdocken. Hier ist der Verbinder. Entriegeln. So. Jetzt versuchen wir mal rückwärts zu fliegen. Boah, nee, der kommt nicht weg. Die Anziehungskraft von dem Verbinder ist so heftig. Ich komme nicht weg. Dann versuchen wir mal nach hinten und nach unten. Ja, jetzt habe ich mich gelöst, okay. Ach, die Trägheitsdämpfer vom Schiff sind aus, okay. Jetzt ist alles wieder gut. So, ich habe mit dir jetzt mal weggeflogen. Dann könntest du den nämlich zerlegen, Pascal. Ja. Ich weiß, es ist ein bisschen eine Scheißarbeit, aber wir haben ja dieses Flex-Schiff gebaut. Mit dem geht's ja einigermaßen zügig. Du solltest bloß darauf achten, dass du den nicht zu sehr anschiebst. Wie löst man den? Also wie deaktiviert man diesen Fuß? Diesen Fuß mit P. Setzt er sich dann locker. Will euch mal nicht stören, ne? Nö, du störst eigentlich gerade nicht. Ach, Uwe, Landwirtschaftssimulator müssen wir auch wieder machen, ne? Fällt mir dabei gerade ein. Was denn? Ja, aufnehmen. Dieses Wochenende. Meinetwegen, ich bin doch. Ich weiß bloß noch nicht, ob Samstag oder Sonntag. So. Naja, funktioniert das? Ist der Block mal bescheiden, ne? Der Block ist nicht an. Du musst mal ins Menü reingehen. Auf den Merge-Block Schiff. Und den aktivieren. Dann leuchten diese Striche nämlich weiß. Und wenn du dich jetzt reindrehst... Ja, musst schon gerade hindocken. Der zieht sich dann automatisch an. Wenn du gerade davor bist. Dann, genau, wenn das gelb leuchtet, ist alles gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der sein Uran hat, da oben. Denn da ist noch Uran drin. Nicht, dass es dann irgendwo in den endlosen Weiten verloren geht. Ah, wo ist denn hier der Reaktor bei dem Schiff? Wo haben sie den denn versteckt? Oh. Ich finde keinen Reaktor. Das ganze Ding besteht nur aus Frachtcontainern. Ist der hier vielleicht irgendwo drunter? Nö. Sind wir da am Wochenende allein? Leon könnte noch dabei sein. Den muss ich aber heute mal fragen, wenn ich den noch sehe. Ah ja. Das ist ein Cargo-Container. Bentor ist leider nicht da. Der ist im Urlaub. Ah ja. Der hat schön. Also ich nehme jetzt mal das ganze Uran aus dem Schiff raus, Pascal.
Was ist denn da noch drin? Für die Gatling-Geschütze ist noch ein bisschen Munition. Okay, ich hab's leer gemacht. Du kannst es in Ruhe zerlegen. Funktionieren deine Aufsätze vorne? Musst du auch übers Menü anschalten. Ja, funktionieren. Ich würde vielleicht von hinten anfangen oder von vorne, weil wenn du mittendrin anfängst, zerbricht es in zwei Teile. So, ich wollte eigentlich was anderes machen, denn seit dem gestrigen Patch kann man, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen wir mal so, kann man Schiffe fernsteuern über Antennen. Deswegen bauen wir uns mal zwei Antennen. Eine große und eine kleine. So. Bis die fertig sind, können wir hier nochmal gucken. Ich habe ja nämlich offscreen noch zwei Schiffe gekapert. Einmal hier so eine Military Escort und so ein Military Mine Layer. Obwohl ich ja die Antenne gar nicht bauen müssen. Ich hätte sie hier einfach abmachen können. Ach, das ist jetzt auch neu. Jetzt gibt es hier nämlich auch dieses Radio. 200 Meter. Kann man das irgendwo umstellen? Das ist neu. Nee, kann man nicht. Zumindest finde ich keine Option. Aber nachdem beim letzten Mal ja die Waffen so verbuggt waren, habe ich das halt gleich prompt ausgenutzt und habe die zwei Schiffe noch mitgenommen, als sie vorbeikamen. Ja, das Ding fliegt weg wie sonst was. Da drücke ich weg. Warte mal. Da habe ich einen guten Trick entwickelt in meinem privaten Spielstand. Ist das hier der Reaktor? Ja. Warte mal. Wo ist denn hier der Eingang zu dem Ding? Also ich sehe das Cockpit. Das Problem ist, da ist kein Uran mehr drin. Der kann sich nicht mehr selbst stabilisieren. So, wo geht's denn hier rein? Hier ist der Eingang, hier ist der Eingang. Hoffentlich hat das jetzt noch Uran. Sonst hätten wir ein kleines Problem. Oh mein Gott, irgendwas schießt, irgendwas schießt. Fuck off! Bei dem Ding sind die Waffensysteme aktiviert. Ach du heilige Scheiße, aber der darf doch nicht auf meine eigene Party schießen. Ach du heilige Scheiße, hoffentlich ist nicht zu viel kaputt gegangen. Hm, das Ding ist doch etwas kaputt. Was? Hm, das... Die Basis? Nee, aber hier. Das Schiff, das ist... Ach du Scheiße. Ja, das war ja ein Volltreffer, was der gemacht hat. Ich versuche erstmal den da wieder zu stabilisieren, den Großen, bevor der uns in die Basis reintreibt. Aber das Schiff ist noch in Ordnung oder hat es nur den Aufsatz zerlegt? Den Aufsatz hat es, glaube ich, nur... Obwohl. Pass auf, du fliegst da gleich rein. Und zwar das mit ist... Das Schiff hat es auch zerlegt, stimmt. Oh, das ist das Ziel der Übung. Sogar ein gutes Stück zerlegt. Also mit dem Ding kannst du nicht mehr viel machen. Das ist schlecht. Das Cockpit ist dann noch da. Nee, das ist weg. Ja, wieso kriege ich den jetzt nicht? Hallo Fuß. Aktivier dich. Ach so, jetzt geht's auf einmal, oder was? Wieso aktiviert sich dieser blöde Fuß nicht? Wieso kriege ich den nicht? Na gut. Wenn ich dich nicht krieg, dann gebe ich dir einen Schubser und schubst dich einfach aus der Welt. Weil du dich bewegt hast und ich glaube, der schießt ja nur auf bewegliche Ziele. Der hat mich aber auch sofort aus dem Cockpit geschossen, also das Ding kann gut zielen. Ja, deswegen habe ich auch früher nie geschafft, die zu entern. Ich meine, das Ding zielt ja automatisch, also... Auf dein eigenes Schiff ist natürlich das Beste. Ja eben, ich habe gedacht, das haben sie mal gefixt, dass der nicht mehr auf Schiffe der eigenen Party schießt. Kann ich denn mal das neue Mining-Schiff ausprobieren, da? Kannst du.
Jetzt habe ich ja die Waffensysteme deaktiviert. Dann müsstest du geht es nicht. Aber erstmal Zugriff, weil ich kann nicht so zugreifen. Achso, da habe nur ich Zugriff, ne? Und das funktioniert nicht. Ich kann den Fuß nicht aktivieren von dem Schiff. Das ist doch alles ich, okay, oder? Hast du die Waffensysteme ausgeschalten, oder? Was, bei welchem? Bei dem anderen könnten sie noch an sein. Du meinst den Mine-Layer, der da hinten noch liegt? Nee, deiner. Also meine sind aus, ja. Sonst würde der hier alles zusammenschießen. Und dich auch. Ich nehme jetzt ganz schnell meine Munition raus. Probier es zumindest. So ein Mist, ey. So kann ich das ganze Schiff praktisch in die Mülltonne werfen. Es scheint ja interessant zu sein, was ihr da treibt. Mhm. Wenn sich die Waffensysteme plötzlich gegen dich selbst wenden. Das ist auch das, was Bentor damals versucht hat zu erzählen. Da wollte ich mich mit ihm mal bekriegen und habe ein Schiff gebaut und habe dieses Schiff dann verlassen. Und wir sind beide nie mehr in dieses Schiff reingekommen. Obwohl es ich selbst gebaut hatte und das hat mich nicht mehr reingelassen. Das hat mich jedes Mal beschossen, wenn ich in seine Nähe kam. Na klasse. Besitzer. Ja gut, der steht auf Besitzer ich hier. Und steht auf nicht teilen. Okay. Ganz einfach. So. Jetzt ist es freigegeben. Ach übrigens, ich habe die Woche mal geschafft, eine Fuhr Holz zu fahren. Bei dem Offroad-Truck-Simulator. Achso, ja. Aber frag nicht, wie viel ich Schaden gehabt hab, du. Ach, das ist doch eigentlich ganz einfach. Ich habe da schon ziemlich viele Ladungen gemacht. Bobby! Ich hab eine Waffe gefunden. Mehrere. Macht das One-Shot? Ja. Oh Gott. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Also ich habe jetzt einfach mal, ich tue jetzt einfach mal an unseren Frachtcontainer, weil ich habe erstmal alles rausgenommen, was es da drin gab insgesamt. Du kannst es ja an dem da unten ausprobieren, das eh von uns wegtreibt. Wenn das mal weit genug weg ist, fliege ich mit dem Military-Schiff nochmal hinterher und zerstör's ganz. Munition hat das Ding ja, glaube ich, genug. Zum Glück waren keine Raketen in den Raketentürmen. Ich hab alles rausgenommen. Ach so? Die hast du rausgenommen, okay. Ich habe einfach mal alles rausgenommen. Ach, aus dem jetzt hier? Da waren echt noch Raketen drin. Da waren Raketen, da waren Gewehre drin. Oh mein Gott, wie spät ist es? 14:30. Weil ich muss jetzt auch weg, also erstmal. Okay, dann mache ich die Folge allein fertig. Ist natürlich schade, dass es jetzt nicht so geklappt hat, weil wir doch zwei Anläufe gebraucht haben. Ja, aber ich muss jetzt schon einfach nochmal alles, die ganzen Waffen von den Dingen. Werf's halt in den Sammler da rein. Hier ist doch der Trichter, wo das Schiff drüber steht. Da kannst du das ganze Zeug einfach reinwerfen, dann wird's eingesammelt. Ja, warte. Bin doch nicht. Ha, das ist jetzt natürlich blöd. Total blöd. Ich glaube, ein Stück zu weit du weg. Wirfst daneben. Sehr gut. Stell dich halt unten rein. Sehr gut. Du wirfst nämlich das ganze Zeug auf den Assembler. So. Was hast du denn jetzt hier hingeworfen? Triebwerkskomponenten. Egal. Da wird einfach mal alles hingeworfen. NATO-Munition 78 Mal? Ach du Heule, du. So, ich mach dann mal los. Ich nehme mich jetzt noch. Dann mach mal. Ja. Ich habe noch ein bisschen Uran für unsere Station. Ein bisschen. So, wie lange hält denn die jetzt eigentlich durch? Dann sag ich mal, tschüss. Also, wir sehen uns. Jo. So. Okay. Disconnected from your channel. Diese Basis müsste eigentlich unbegrenzt funktionieren, denn... Ah ne, der Reaktor hat noch eine Abgabe, okay. Was braucht denn hier so viel Strom auf der Basis? Läuft die Raffinerie noch? Raffinerie ist fertig. Aber...
Nein, sag bitte nicht, dass der zweite Assembler noch auf Demontage steht. Nee, tut er nicht. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Toll. Und diese Kommunikationskomponenten brauchen so viel Platz im Inventar. Das ist auch nicht feierlich. Wir bauen uns jetzt mal eine Antenne auf unsere Base. Gott, ist die groß. Kann man die irgendwo mal ganz sehen? Ach du Schande. Ja, wir machen es schön mittig. Was fehlt denn jetzt alles? Herstellungskomponenten? Computer fehlen auch? Okay. Habe ich doch alles gebaut eigentlich. Wo ist das alles? Hier im Verbinder ist noch ein bisschen was. Und die hier, die kriegen wir wieder nicht alle ins Inventar. Schon. Antenne weiterbauen. Jetzt fehlen nur noch die Kommunikationskomponenten. So, ein... Oh. Das hat jetzt mal ein bisschen Schaden gegeben. Das war dann doch ein bisschen zu hoch. Medi-Station. Und wir holen uns die restlichen Komponenten. Und bauen die Antenne wieder zusammen. So, jetzt haben wir hier eine Antenne an der Basis. Jetzt müssten wir hier irgendwo an ein kleines Schiff noch eine Antenne bauen. Boah. Auf der 4 habe ich die Antenne. Das sieht jetzt irgendwie scheiße aus. Könnte das sagen, was er wollte, aber das sieht scheiße aus. Versuchen wir diesen einen Block hier wieder wegzumachen. Da drunter. Habe ich da irgendwas Lebensnotwendiges drunter gebaut? Okay, da ist der Beacon drunter. Bauen wir trotzdem dahin. Na, lass dich dahin bauen. Jawohl. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir dieses Schiff jetzt steuern können. Theoretisch, also wenn ich das in diesem Patch-Notes-Video richtig gesehen habe, müsste man das jetzt fernsteuern können. Also wir setzen uns mal in unsere Basis. Genau, Small Ship. Wir haben noch ein Small Ship. Small Ship Home Base? Das passt doch überhaupt nicht. Das ist doch kein Small Ship. Das ist doch eine Station. So, wir können jetzt nur... Okay. Ich verstehe. Ich verstehe es langsam, Leute. Wir können jetzt nur die ganzen Teile fernsteuern. Das heißt, wenn wir das Schiff jetzt irgendwo hinfliegen, können wir es einfach... Ja, auswerfen lassen und so Zeugs. Aber wir können es nicht fliegen. Aber ich habe doch im Patch-Notes-Video gesehen, dass man das wirklich fliegen konnte. Das bilde ich mir doch nicht ein. Aber das muss ich wahrscheinlich erst nochmal offscreen ausprobieren. So, jetzt gucken wir mal, wie weit der andere schon weggedriftet ist. So weit, dass man ihn schon nicht mehr sieht. Da ist er. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier unser Military Escort und zerstören das Ding ganz. Das ist jetzt natürlich Mist, dass der auch kaputt ist hier oben.
Finde ich jetzt ein bisschen ärgerlich. Viel Mühe gegeben beim Bauen. Jetzt ist er kaputt. Und ich kann nicht mal Pascal die Schuld geben, weil ich selbst schuld war. Ich hätte vielleicht mal gucken können, ob meine Waffensysteme aktiv sind. Dann zerlegen wir es halt schnell hier. Das Problem ist, der war auch aus leichter Panzerung gebaut. Das heißt, den hat es sofort zerrissen. So, komm her. Okay, der driftet jetzt auch ab. Ja, und was machen wir mit dem hier? Der Landefuß ist kaputt. Hier ist noch ein Triebwerk drin. Okay, aber das Cockpit hat es zerrissen. Das ist natürlich schlecht. Ach ja. Die Bremsdüsen sind auch weg. Das hat wenig Sinn, an dem Schiff noch was zu machen. Aber jetzt werde ich das andere Schiff des Grauens foltern. Wo ist der Eingang? Dreidimensionale Welt. Das wird nix. So. Rein da. Pack die Flex weg. Tür auf. Und ins Cockpit. Und jetzt fliegen wir dem hinterher. Wo ist er? Wo? Nein, nicht so schnell drehen. Das mache ich jetzt noch zum Abschluss dieser Folge. Das andere Ding kaputt machen, endgültig. Ich will es nicht mehr sehen. Naja. Uwe, du kannst dir nicht vorstellen, was es für eine Mühe macht, in diesem Spiel ein Schiff zu bauen. Und eine Basis. Ehrlich? Und dann, passt du eine Sekunde nicht auf, die Waffensysteme gehen an und alles ist kaputt. Das ist gemein, ne? Wenn man sich die Arbeit macht, ne? Deswegen spiele ich schon ohne Meteoritenschauer. Ach so. Oh, wow, das wäre noch gemeiner. Ich glaube, der driftet irgendwo anders hin ab. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich mache mal hier die Anzeigen aus, damit der Bildschirm sauber ist. Meine Arbeit hast du nicht gesehen, ne? Arbeit. Auf der OGF Bayern Map? Nee, ich war noch nicht wieder drauf. Das werde ich dann sehen, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Ich habe alles geerntet und neu angesetzt. Naja, da kann es ja dann direkt weitergehen. Eben. Das gibt's doch nicht. Wo ist jetzt dieses Schiff hingedriftet? Das war doch gerade noch da. Noch nicht komplett blöde. Hat Reis ausgenommen. Jawohl. Wie weit bin ich von meiner Basis weg? Leider noch keine 800 Meter. Doch nicht, wo ist dieses Schiff hingedriftet? Das muss doch hier oben irgendwo sein. Das ist so einen großen Schubs habe ich dem auch nicht gegeben, dass das so schnell gewesen wäre. Und die Welt habe ich aber, also bevor er anfängt, ja, du hast deine Garbage Collection nicht richtig eingestellt. Ich habe die Welt auf einen 50 Kilometer Radius eingestellt, also daran kann es auch nicht liegen. Ich würde sagen, jetzt müsste ich weit genug weg sein, ja. Dann schmeiße ich einfach die Waffensysteme an und gucke, ob die was orten. Meteore, bewegliche Objekte, Raketen, Förderbandsystem. Tak, 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 tak. Schießen auf 800 Meter, schießen auf 800 Meter.
Also der ortet, glaube ich, irgendwas. Nee, warte. Doch, also irgendwas ortet der. Gibt's doch nicht. Wo ist dieses Schiff hin? Muss jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht auf näher als 800 Meter an meine Base rankomme. Sonst schießt mir der alles kaputt. Das war ja fies, oder? Wo ist dieses Schiff hin? Ich sehe es echt nicht mehr. Tja, schade, Leute. Dann werden wir das doch nicht mehr finden. Ich kann jetzt leider auch nicht zaubern. Das ist weg. Wir steigen nochmal aus und versuchen es nochmal. So, der schießt ja hoffentlich nicht auf mich, oder? Schießt du auf mich? Willst du auf mich schießen? Nein, gut. Also hier oben ist meine Base. Und der ist in diese Richtung abgedriftet. Das kann doch gar nicht sein. Der ist nirgends zu sehen. Nun gut. Dann würde ich sagen, hier mit diesem Blick aus dem Weltall auf unsere Basis da oben möchte ich mich dann von euch verabschieden. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Da werde ich dann folglich auch allein sein, da ja Pascal gerade weg musste. Ja, vielleicht bleibt der Uwe noch ein bisschen mit auf dem Server. Und ansonsten ciao, bis morgen, sagt Fabi. So Leute, noch ein kurzer Nachtrag. Leider ist nach dieser Folge bei mir die Welt komplett eingefroren. Und daher wird es erstmal bis zu einer Nachkorrektur durch die Entwickler wahrscheinlich nicht möglich sein, neue Folgen aufzunehmen. Ich hoffe, ihr versteht das und dass es halt einfach nicht möglich ist. Es wird also morgen am Sonntag keine Folge geben von Space Engineers und ich werde halt jetzt immer prüfen, ob es funktioniert jetzt wieder oder nicht, und wenn es dann irgendwann mal wieder funktionieren sollte, wird es auch wieder neue Folgen für euch geben. Also, ciao, sagt Fabi.